So, hallo, jetzt machen wir mal weiter an der Survival-Welt. Gestern haben wir gespielt, ganzen Tag nur Creative. So, jetzt geht's aber echt mal weiter mit der Survival-Welt. So, als nächstes habe ich mir überlegt, will ich mal ein richtiges Haus. Das habe ich schon mal gesagt und wollte es auch schon mal machen. Dann kam so ein Stück Scheiße bei raus, wieder so ein Mini-Ding. Keiner braucht es. Jetzt wollen wir mal ein richtiges Haus. Und was alles, was wir dafür brauchen, ist ordentlich Glas. Verstand auf alle Fälle. Und Holz und Stein. Ja, und die Einrichtung können wir dann ja alles noch so. Erstmal bauen wir das Haus. Dafür brauchen wir auf alle Fälle Stein. Wir haben noch eine Axt. Scheiße, wir müssen dringend mal wieder neu craften. Ob Barren oder so. Ich überlege gerade, was wichtiger ist. Barren oder Glas? Barren oder Glas? Ja, das ist eine ziemlich schwere Entscheidung. Nehmen wir doch einfach mal Barren. So, dafür brauchen wir Kohle und Eisenerz. Soweit ich weiß, oben Eisenerz. So. Ja, Kohle haben wir jetzt. Eisenerz haben wir hier. Da machen wir uns gleich mal auf die Suche nach welchen. So. Eisenerze hauen wir doch da rein. Zack. Zack. 28 zu 28. So. Knacks. Das lassen wir kochen. Und machen uns auf die Suche nach Eisenerzen. So. Was wir immer haben sollten, wenn wir auf die Suche gehen. Ein bisschen gewiss. Sand oder irgendwas, womit wir uns hochbuddeln könnten. So. Steine haben wir irgendwo. Steine? Nee. Ja, mit einem Pflaster, mit 58 Pflastersteinen bringt uns das noch nichts. Ja, dann kümmern wir uns nochmal um Steine. Die kriegen wir auch da unten. Und Holz auf alle Fälle. Und das kriegen wir hier überall im Wald. Die ganzen Bäume sind noch lange nicht abgehackt. So. Ja, jetzt habe ich die fallen lassen. Oh, Trottel. Ja. Ja, ich habe jetzt auch mal ein paar Super Mario Bros. Let's Plays gemacht. Das Spiel ist uralt. Na gut, uralt kann man auch nicht sagen. Jedenfalls etwas älter. Es ist ja nicht das Mario aus den 80ern, 70ern, was weiß ich. Ja. Sagen wir mal vorsichtig, dass wir uns hier nicht verlaufen. Fackeln haben wir noch. Ich glaube, ich baue hier mal ordentlich Holz ab. Warum eigentlich nicht? Es dauert im Prinzip eigentlich so lange und ich muss gar nicht das Holz vercraften. Ja doch, das hat einen Nachteil. Das Craften kommt 4 Blöcke bei raus. Wollen wir hier schon mal? Das ist ja gleich Sackgasse. Ah, da kommen wir irgendwo hier hin. Ey. Leck mich. So, zwei. Kohle. Ich bin irgendwie gerade voll unsicher. Oh, hier noch ordentlich Kohle, so. Ja, zu den Super Mario Bros. Let's Plays. Die Grafik ist scheiße. Ja, sehe ich ein. Also bitte keine blöden Kommentare. Ich weiß, dass die scheiße ist und so. Das werde ich auch schnellstmöglich verbessern. Hat sich auch schon verbessert im Gegenteil zum ersten und zweiten, soweit ich weiß. Ja, ich kenne jetzt nicht alle meine Let's Plays auswendig natürlich. Aber ja. Ich glaube, hier waren wir schon mal, wo lauter Spinnnetze sind. Ja, da sehe ich eine Fackel. Nee, der Spawner. Da ist ein Spawner. Da haben wir schon mal sowas gefunden. Scheiße. Ich fühle mich gerade voll unsicher. Schiss. Schiss. So, hoffentlich komme ich hier gleich zurück, wo ich denke. Beziehungsweise hoffe. Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße. Ah, hier sind wir. Gut. Markieren wir doch mal den Weg. Also hier ist es uns bekannt.
hier immer entlang. Halt, stopp. Ja, Kohle. Ja, dann machen wir weiter. Gehen wir mal hier lang, ganz in Ruhe. Sind das Eisenerze? Ich habe das Textropack hier neu drin, deshalb kenne ich mich hier nicht so aus. Sieht jedenfalls aus. Eisenerz, super. Haben wir die doch gleich gefunden? Wollten wir ja finden, haben wir. Und Klacks, war ja ein Klacks, so. Zack, ordentlich Kohle. Also an Kohle mangelt es ja echt nicht. Da können wir auch nur trotzdem mal Holz verbrennen. Die Welt ist echt krass. Ich würde euch sogar zum Download zur Verfügung stellen, habe aber keinen Bock auf Media Fire. Was ist denn hier Pilze zu suchen? Was ist das? Kies. Sackgasse. Wollen wir nicht gleich die Fackeln wieder her? Obwohl, die können wir hier ruhig lassen, um zu beweisen, dass wir hier schon da waren. Das heißt beweisen, um es uns klar zu machen, damit wir hier nicht nochmal suchen müssen. Echt ein Scheißgefühl in der Mine, muss ich sagen. Bisschen. Schiss, dass man nicht wieder zurückfindet. So, wo geht's denn hier lang? Da lang. Mal unsere Beschriftung testen. Meiner Meinung nach sind wir richtig. Hä? Es geht wieder mit Unsicherheit los. Aber das ist ja echt ein Scheiß-Labyrinth. Merken wir uns mal geradeaus. Links. Das heißt, wir müssen dann rechts. Links. Wasser. Leute, uns gehen die Fackeln aus. Und es fängt an zu gewittern. Ist gruselig, düster.